So, meine lieben Zuschauer, ich begrüße euch ganz herzlich zurück bei The Witcher 3 Wild Hunt. So, wir machen weiter. Und es ist mal wieder ein bisschen mehr Zeit vergangen als geplant, aber nicht so viel wie sonst. ja, gute Gründe, ich war mal wieder erkältet. Also ich hatte mal wieder richtig die Halsschmerzen, Husten und so weiter. Irgendwie dieses Jahr Grippewelle. Ich bin voll drin. Gut, jetzt aber nicht mehr. Es geht inzwischen wieder. Ihr hört es ja vielleicht auch. Und dementsprechend machen wir nochmal eine Runde The Witcher 3. So, ich schalte mal um auf die Webcam. Ich hoffe, das sieht alles gut aus. Ja, ne? Ich stehe mal wieder. Ein bisschen Rücken schon. Und ich bin auch nicht mehr ganz drin, was wir machen wollten. Ich denke mal, so schwierig wird das nicht werden. Wir gucken mal kurz. Ach, es könnte gleich die Post kommen. Bei meinem Glück jetzt direkt am Anfang. Wundert euch also nicht, wenn ich gleich panisch weglaufe. So, wir waren soweit durch mit den Fragezeichen, genau, und wollten uns dann jetzt mit einer Aufgabe beschäftigen. Wir gucken mal kurz. Ochsenfurt ist soweit weg. Herren des Waldes. Binde Tamara. Wo ist denn Ochsenfurt? Ich glaube sogar beinahe, dass wir das machen, oder? Ich glaube tatsächlich, wir gehen mal nach Ochsenfurt und reden erstmal mit Tamara. Ochsenfurt ist natürlich eine große Stadt, die zweitgrößte Stadt im ganzen Spiel. Richtig? Ich glaube schon. Dementsprechend ist das jetzt natürlich ziemlich viel Neues. Das hier unten ist die Akademie bzw. die Universität von Ochsenfurt. Da kommen wir vorerst gar nicht rein, das verrate ich euch schon mal. Unser Spiel wird sich jetzt erstmal hier abspielen. Ich hoffe, wir kommen dahin. Ohne Probleme. Aber streng genommen wäre das ja jetzt hier die nächste Aufgabe, die wir machen sollten. Findet Tamara, die Tochter des Barons in Ochsenfurt, bevor wir jetzt aktiv anfangen mit den Herrinnen des Waldes, mit dem Buckelsumpf, würde ich ganz gerne das machen. Da kommen wir auch ganz gut hin. Hier, Teufelsgrube, da waren wir ja. Da würde ich jetzt einfach mal hier kerzengerade dahin reiten. Ich lasse mal den Süden hier außen vor, weil wir den ja sowieso noch erkunden müssen. Und genauso auch den Norden. Dass wir einfach von hier aus dann Richtung Osten reiten. Wir gucken mal, wie es alles läuft. Ja, direkt mal mega finster hier. Meditation. Wir meditieren mal bis gesunde 8 Uhr morgens. Und ich schütte mir mal ein Glas einen Moment. Ups, da bin ich wieder. Okay. Ich habe die letzten Tage viel Monster Hunter World gespielt. Passt ja insofern hier hin, als dass es da auch ein Crossover gibt, wodurch man in Monster Hunter World sowohl Cyrael, das Schwert von Ciri, als auch Geralt als Outfit und Ciri auch als Outfit freischalten kann. Daher passt das ganz gut. Macht sehr viel Spaß. Ist was wirklich ganz anderes als The Witcher zum Beispiel, aber es macht wirklich Spaß. Hätte ich nicht gedacht. Habe ich wirklich richtig Spaß mit. So, gut. Wir reiten Richtung Ochsenfurt. Da ganz vorne, dieser hohe Turm. Das da. Könnte sogar schon die Brücke sein. Denn nach Ochsenfurt führt eine ganz schön pompöse Brücke. Wir schauen mal. Da links wieder irgendwelche Viecher. Ist auch hier. Nachdem das Militärgericht in Novigrad sowohl die Anklage als auch die Verteidigung gehört hat, wird diese Person wegen Handlungen als Agent einer fremden Macht zum Tode durch den Strang verurteilt. Das Entfernen des Leichnams des Verurteilten zur Bestattung in einem markierten Grab ist streng verboten. Ich kenne wenig Spiele, die ein so tristes Bild zeigen wie The Witcher. Na, hier dieses Niemandsland. Aber ich verweise da mal auf Neverwinter Nights, den allerersten Teil, sehr altes Spiel. Da startet man am Anfang auch in einer Stadt, die von einer Pest, einer Seuche heimgesucht wird. Kann ich euch daher auch nur empfehlen. Das sind jetzt so die Vororte, glaube ich. Mach so weiter, dann knack ich dir den Schädel. Aber hier haben wir schon mal jetzt einen interessanten Fakt. Ihr seht, dass hier das Gebiet von redanischen Soldaten
besetzt ist, also von Radovid. Radovid kennen wir aus The Witcher 2. Das ist der, der die gute Philippa Eilhard geblendet hat. Na, Radovid, der König von Redanien. Und hier haben wir redanische Soldaten. Na, wir haben ja auch gesehen am Ende von The Witcher 2, dass Redanien und Nilfgaard in Temerien eingefallen sind. Und hier hat eben Redanien jetzt diesen Bereich vom ehemaligen Temerien besetzt. Na, Nilfgaard und Redanien kämpfen hier so ein bisschen gegeneinander. Und das hier ist jetzt das redanische Gebiet. Siedlung der Steinschneider. Kriegsgefangene. Aus dem Weg. Und ich finde halt unglaublich wichtig, dass man sich auch mal Zeit nimmt, in so einer Situation hier jetzt einfach mal zu gucken, was das Spiel einem präsentiert. Also wir haben jetzt wirklich die Kriegsgefangenen, die die Steine vielleicht für Katapulte, hier seht ihr es ja, für Katapulte oder vielleicht für Mauerreparaturen abbauen bzw. zurecht hacken. Ich spare mir jetzt mal hier die Häuser leer zu räumen wegen den ganzen Soldaten. Das ist wahrscheinlich keine allzu gute Idee. Hier haben wir auch das redanische Wappen. Ja. Wappen Baron Palmerin von Launfalz. Okay. Das sieht in der Tat wichtig aus. Bild des Biests von Toussaint. Ja. Ich verrate euch mal so viel, dass Toussaint Teil eines Addons ist. Und hier sehen wir das auch ganz schön. Da oben das rote ist Redanien, das unten dieses dunkle bzw. schwarze ist im Nachhinein nilfgaardisches Territorium. Ja, wie gesagt, Toussaint ist Teil eines Addons und diese Abbilder, die wir da gerade gesehen haben, dementsprechend vermutlich auch. Wir gucken mal kurz. Waren das nicht verschiedene? Jetzt sind es die gleichen. Na gut. Na gut, wir können mal ganz kurz reinlesen, warum wir überhaupt vermuten, dass die gute Tochter des Barons, Tamara, sich in Ochsenfurt aufhält. Genau, der Fischer. Ein Fischer in der Nähe hatte ihnen geholfen. Geralt suchte die Hütte des Mannes auf und erfuhr, dass die beiden Frauen auf ihrer Flucht von einem Monster angegriffen worden waren. Die Bestie hatte Annas Pferd in Stücke gerissen und sie dann in den Wald verschleppt. Dabei bereitete ein Umstand, den der Fischer erwähnte, dem Hexer besonders Kopfzerbrechen. Anscheinend hatte Anna seltsame Zeichen an den Händen gehabt, als einige Augenblicke lang brannte. Was? Die einige Augenblicke lang brannte, bevor das Monster auftauchte. Woher stammen sie? Was bedeuten sie? Die Antworten kennt nur Anna, doch die muss Geralt erst im Buckelsumpf finden, falls sie noch lebt. Tamara hatte es mit der Hilfe des Fischers bis nach Ochsenfurt geschafft, wo sie bei dessen Bruder untergekommen war. Das heißt, wir wissen das von dem Fischer und suchen quasi den Bruder des Fischers, bei der Tamara Unterschlupf gefunden hat. Okay. Hier sind auch einige Häuser zerstört. Also hat hier wahrscheinlich ebenfalls eine Belagerung stattgefunden. Vielleicht haben sich die letzten Königstreuen von König Foltest nochmal. Inwiefern haben sie andere Schniedel? Was? Riechen sie anders als unsere Männer? Möchte wissen, welche Schlampe mit den Schwarzen rumhurt und dann solche Sachen verbreitet. Ja, jedenfalls haben wir wahrscheinlich die letzten Königstreue nochmal Widerstand geleistet. Was ist mit deinem Gesicht? Oder man hat es so gemacht, dass man einfach, um Macht zu zeigen, die Dörfer angegriffen hat, damit man Respekt und Angst vor den redanischen Truppen hat. Das ist natürlich auch möglich, dass sich die temerischen Leute ergeben haben, aber dann trotzdem hier noch eine kleine Belagerung stattgefunden hat, nur um die Macht zu demonstrieren. Da vorne ist Ochsenfurt. Ihr seht schon diese Turmspitzen, die Hausspitzen. Ist eine sehr schöne Stadt, in der, wie gesagt, auch eine große Akademie ist, in der sehr viel Wissen gebunkert wird. Oder Universität, eins von beidem. Redanien. Schieb ab, bevor mir der Geduldsfaden reißt.
Hallo. Sei gegrüßt. Du auch. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Wir verkaufen mal ein bisschen. No Dinero. Schade. Okay, danke. Leb wohl. Kriech wieder unter deinen Stein. Okay. Ist auch ein Haus, das aber nicht ganz zerstört ist. Der Dachstuhl ist auch zerfetzt. Was haben wir hier für ein Bild? Das müsste Ochsenfurt sein. Aber ich traue mich nicht, die Sachen mitzunehmen, solange hier so viele Soldaten rumlaufen. Denen will ich es mir wirklich nicht verscherzen. Ja, okay. Es sind so kleine Wehranlagen hier. Es sind noch einige Kutschen, die hier stecken geblieben sind. Und da ist die Brücke von und zu Ochsenfurt. Okay, dann gehen wir mal. Geht es wieder in die falsche Richtung hier? Ihr merkt schon, ich würde am liebsten wieder alles erkunden, aber wir gucken mal, dass wir jetzt erstmal Tamara finden. Hast du's eilig? Deinesgleichen steckt einen an. Ja, hier müsste es doch so eine Art Schlachtfeld gehen, oder? Aber mehr oder weniger. Du wirst ersticken an 3 Pfund Stahl. Aber hier sehen wir ganz schön, wie Ochsenfurt aussieht. Wir haben also hier diese sehr, wie gesagt, pompöse Brücke mit diesen 2 hohen Türmen. Eine Tor scheint zu sein, das ist schon mal super. Und dann letztlich die Stadt mit den schönen Spitztürmen. Sieht ganz schick aus. Aber glaubt mir, Novigrad wird nochmal um einiges pompöser. Vor allen Dingen dann oben der Palast der ewigen Flamme oder wie das da oben heißt. Das ist wirklich ein richtig schönes Fleckchen. Aber Novigrad kommt deutlich später. Scheiße. Das sieht aber schon beinahe so aus, als würde man uns nicht durchlassen, oder? Pass doch auf! Und überall die Banner von Radovid, von Redanien. Ist schon krass, oder? Ihr müsst euch das so vorstellen, das war früher wirklich hier Temerien. Genau wie ja, das ist das Allerlustigste, Visimir, wo ja jetzt hier Kaiser Emhyr von Emrais so toll regiert, war früher die Hauptstadt von Temerien. Muss man sich klar machen. Halt! Kein Durchgang! Ist in der Stadt die Pest ausgebrochen, oder was? Pest? Nein. Wir dürfen niemanden in die Stadt lassen. Befehl ist Befehl. Nur mit Passierschein. Von welcher Art Passierschein reden wir? Von ganz normalen Transitpässen. Wer stellt die aus? Was weiß ich? Ich bin nur Soldat. Wer hat angeordnet, die Stadttore zu schließen? Angeblich der König selbst. Der will nicht, dass ihm die schöne Stadt von Bettlern und Flüchtlingen vollgepisst wird. Und wenn man die Leute einfach reinlässt, besteht die Gefahr, dass auch Spione kommen. So ist es schwieriger für sie. Also, kein Passierschein, kein Durchgang. Meinst du sowas hier? Lass mich mal sehen. Da fehlt ein Siegel, das rote. Nicht möglich. Das Ministerium für Bürgerschutz hat es wieder vergessen. Die kriegen gerade gar nichts auf die Reihe. Kommt vor. Na schön, du kannst durch. Wo genau haben wir den nochmal her, Leute? Schreib bloß den Krieg. Sehr atmosphärisch, wie das so aufgegangen ist. Wir packen mal die Fackel aus. Ja, ich würde sagen, auch wenn das für die Leute ein bisschen doof ist, meditieren wir mal vor deren Augen und hoffen mal, dass das Regenwetter aufhört. Es ist ein bisschen blöd, jetzt im Regen die Stadt zu betreten, wenn ihr nicht seht, deshalb. So, das war schon besser. Es ist immer noch bewölkt, aber besser.
Und das ist halt jetzt auch mal wieder so richtig sicher, sag ich mal in Anführungszeichen. Denn man kann die beiden Tore hier, das sind zwei getrennte Zugbrücken, hochziehen. Sieht man ganz gut hier, ne? Die Dinger gehen dann auch hoch. Und dann ist die ganze Stadt über den festen Weg unmöglich zu erreichen. Man muss wirklich übers Wasser gehen. Da die ganze Stadt, das ist halt auch für die Verteidigung ziemlich praktisch, mit Wasser umgeben ist und auf einer kleinen Insel steht. Man kann hier, sieht man das ganz gut, hier sind die aneinandergelegt, die beiden Brückenteile. Das Ganze hochziehen. Finde ich ziemlich geil. Hä? Ja, was zum Teufel? Und das Schiff da hinten, dieses extrem auffällige Schiff mit diesen roten Wimpeln, nennt man die doch, ne? Ist das Königsschiff. Das verrate ich auch schon mal. Ich wäre schon lange nach Pont Vanis zurückgesegelt, wenn diese Piraten von der Klicke nicht wären. Und damit aber erreichen wir Ochsenfurt. Ah, ich find's schön. Ja, jetzt haben wir diese riesige Stadt vor unseren Füßen. Ich habe keine Ahnung, wo wir hingehen sollen. Da ist ordentlich viel Vogelkot auf dem Dach. Wir gehen mal einfach hier rechts rum. Echt ein bisschen ungewöhnlich, aber so sollten wir direkt in Richtung der Universität laufen. Oh, ich will es einfach genießen, ne? Seid nicht böse, wenn ich jetzt wirklich auch viel gehe, aber ich möchte ganz gerne das ganze Spiel so genießen, wie ich das eben auch privat spielen würde. Aber ich möchte es mit euch spielen, damit ihr das Spiel eben auch nochmal so erleben könnt, wie ich das ganz gerne erleben möchte. Weil ich finde, das Spiel hat einfach verdient, richtig schön genossen zu werden. So, und hier geht's wie gesagt zur Universität. Das ist, glaube ich, Universität, oder? Ich würde es Akademie nennen, aber ich meine, es heißt Universität. Und da kommen wir dann nicht rein. Akademie. Es ist Akademie. Sehr schön. Und hier haben wir Hexenjäger. Das sind richtige Arschlöcher. Gewöhnt euch schon mal an den Namen Hexenjäger. Etwas ähnliches gibt es auch in... Ich überlege gerade, haben die... Das Wappen, was die haben, ist halb Bretanien, halb Nilfgaard? Oder was soll das darstellen? Die gibt es auf jeden Fall auch in... Novigrad. Und Novigrad ist ja nilfgaardisch besetzt. Und hier der Statue fehlt einfach mal der Kopf, oder? Hat sie den Kopf gesenkt? Nee, sie hat den Kopf gesenkt. Sie denkt nach, ich verstehe. Seltsam. Hexer-Experimente, Fortsetzung. Mein lieber Gaspar, wir dürfen uns nicht auf unsere Lorbeeren ausruhen. Es ist uns zwar gelungen, dem Hexer unser Absolut einzuflößen, aber jetzt müssen wir an Informationen kommen. Ich bezweifle, dass dieser... Gerard, oder wie er heißt, wirklich ein Experimentiertagebuch führt, selbst wenn er wundersamerweise lesen kann. Und ohne harte Fakte können wir alle Verlängerungen und Stipendien an der Akademie vergessen. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe bereits die geeigneten Maßnahmen ergriffen, um nicht von den Ereignissen überholt zu werden. Genauer habe ich in Flotsam einen Spion gedungen, der dem Hexer auf Schritt und Tritt folgt und sein Handwerk beobachtet, vor allem die in Alkoven. Wenn unsere Berechnungen korrekt sind, hat sich seine Sterilität binnen eines Jahres erledigt. Wenn die Gerüchte über ihn ansatzweise zutreffen, dürfte es rasch die ersten dicken Frauenbäuche geben. Der Spion verlangt viel, das ist wahr, aber ich bin überzeugt, dass es sich um eine kluge Investition handelt. Ein Trank, der nach magischen oder alchemistischen Experimenten die Reproduktionsfähigkeit wiederherstellt, dürfte hohe Nachfrage finden und ein höheres Vermögen einbringen. Vivat Academia, Farid. PS, denkt daran, kein Wort hier von dem Fachbereich, sonst zieht die Ethikkommission uns die Haut ab. PPS, ich habe den ersten Bericht des Spions erhalten, der Hexer ist nach Loch Muin gegangen. Womöglich die richtige Zeit für einen Besuch, Fragezeichen. Was? Die wollten die Sterilität von Geralt rückgängig machen? Was? Deinesgleichen steckt einen an. Mit Miesmacherei und Fahnenflucht. Das kennen wir doch aus dem Zweiten Weltkrieg, oder? Hier werden scheinbar Bücher verbrannt. Vielleicht temerische Geschichtsbücher, die etwas über Redanien aussagen? Wer weiß es. Auf jeden Fall wurden hier Bücher aus der Akademie entfernt. Und da dürfen wir offensichtlich nicht rein. Verzieh dich, du Missgeburt.
Aufgrund der anhaltenden Feindseligkeiten wurden alle Fakultäten und Abteilungen der Akademie zu Ochsenfurt geschlossen und alle Rechte der Institution wurden aufgehoben. Die Studenten werden hiermit zu Mitgliedern der redanischen Armee, mit Ausnahme der Philosophen, deren körperlicher Zustand sie für jegliche praktische Tätigkeit ungeeignet macht, und der Mediziner und Kreuzkundler, die sich umgehend beim Feldlazarett zu melden haben. Lang lebe König Radovid! Es gibt also gar keine Akademie mehr. Noch besser. Also die ganze Akademie wurde aufgehoben, Studenten sind Soldaten und Kräuterkundler wurden zu Heilern. Ja. Keine Sorge, wir werden noch da reinkommen. Das ewige Feuer wird unsere Sünden ausbrennen. Ja, klar. Wir werden noch da reinkommen in die Akademie. Ich war damals auch sehr traurig, dass man da nicht reinkam, aber alles zu seiner Zeit. Sieht schon echt geil aus, oder? Ich liebe ja diese Venenbanner. Die hätten mit der Engine so viel mehr machen können. Einfach noch ein Witcher-Spiel. Die ist so schön, die Engine. Hast du sie gestern schreien hören? Was haben sie der Frau angetan? Das gleiche wie immer. Zuerst die Fingernägel, zum Schluss brechen sie ihr die Knochen. Ich ertrage das nicht mehr. Nach dem Wachdienst reiche ich ein Versetzungsgesuch ein. Beruhige dich. Es sind doch nur Hexen. Vielleicht. Schreien tun sie aber wie du und ich. Es sind doch nur Hexen, ja. Genau wie die Methode, jemanden in den Fluss zu werfen oder mit Steinen in den Fluss zu werfen. Wenn sie ertrinkt, war es keine Hexe. Eine sichere Methode, Hexen zu exorzieren. Ne? Ah, ich habe meine Controller-Verbindung verloren. Okay. Ja, mein Controller spinnt ein bisschen rum. Versuch's nicht mal, Grauhaar. Waffenschmied. Hallo. Ah, ein Kunde. Der wirkt überrascht. Anfertigen. Kannst du mir etwas herstellen? Bolzen weg, weg. Stahlwaffe. Verbessertes Greifenstahlschwert. Das ist ziemlich gut. Können wir aber eh noch nicht benutzen. Da macht es keinen Sinn. Chimerischer Dolch. Zeig mir doch mal dein Angebot. Zeig mir deine Ware. Der hat ziemlich viel Gold, auch ziemlich viele Waffen, aber wir kaufen nichts. Wir sparen uns das ganze Geld. Wir können hier unser Gedöns mal loswerden. So. Okay. Dann einmal Gewinn spielen. Was sagst du zu einer Partie? Ich hab lange nicht mehr gespielt, ne? Das wird jetzt spannend. Zoomen. Zwei Karten ziehen. Haut jetzt gerade gut raus. Habe ich irgendwas, was die... Gibt alle Effekte Wetterkarten auf. Fernkampf. Schade. Der passt direkt. Kann er machen. Passen wir jetzt auch und haben die Runde schon mal gewonnen. Sehr geil.
So, jetzt können wir eigentlich hier alles reinklatschen, oder? What the fuck? Haha, mega. Geil. Wir bekommen nur Kronen, hat sich also nicht richtig gelohnt, aber ich bin wieder eingewärmt. So spielt man also Gwent. Toll. So, da unten haben wir jetzt diese. Da unten haben wir jetzt diese kleine Landzunge. Und vor allen Dingen ein Bötchen, mit dem wir fahren könnten. Ja, man kann hier auch Boot fahren, so Witcher 3. Das wird vor allen Dingen nachher in einem neuen Gebiet noch ziemlich wichtig. Machen wir jetzt mal nicht, machen wir später, wenn wir es auch wirklich dann brauchen. Wir laufen einfach im Kreis außen rum und gucken uns erstmal so die äußeren Straßen an. Lang lebe, etc. etc. Oh, mir ist zum Speien nach diesem Gelage in der Taverne. Was willst du, hä? Schöne Tattoos. Und das ist dann diese etwas bauernartige Landzunge da unten, oder? Hier, das ist, glaube ich, so ein bisschen bauernartig. Wo sind die Wachen jetzt hin? Flop. So, da geht's dann gleich zum Marktplatz. Wir gehen erstmal hier rüber. Geh mir aus dem Weg. Ich gehe ja schon. Ich wäre schon lange nach Pont Vanis zurückgesegelt, wenn diese Piraten... Novigrader Tor. Schöner Name. Hier haben wir noch mehr Hexenjäger. War das auch mal eine Brücke, die hier rüber geführt hat? Scheinbar, oder? Guck euch das mal an hier. Das ist ja interessant. Gab es hier mal genauso eine Brückenanlage wie auch auf der anderen Stadtseite? Vielleicht ein bisschen kleiner? Ich langweile mich so, dass ich kotzen könnte. Greta, warte nur, die Hexenjäger kriegen dich. Stimmt das Gerede, dass man nachts Schreie von der anderen Seite des Ponta hört? Ja, aber weißt du, die Schreie sind nicht das Schlimmste. Wenn man bei Vollmond genau hinhört, dann kann man so ein Kichern hören, das aus Wedeln kommt. Wie das von alten Frauen. Aber so, dass es mir kalt den Rücken runterläuft. Wenn ich das höre, mache ich die Fenster zu, verriegle die Türen und singe den Kindern bis zum Morgengrauen was vor. Oh je, das hört sich nicht gut an. Weißt du, was man über deinesgleichen sagt? Willst du Gerechtigkeit, eure einen Hexer? Hier wird geschreinert, gewaschen. Und so weiter und so fort. Ah, Krankheit. So, was haben wir hier? Wäscherei, offensichtlich. So. Ja, aber da hat sich doch die gute Tamara einen ganz schönen Zurückziehort gesucht, oder? Ganz ehrlich, sicherer als in Oxford geht's wohl kaum. Wobei ich natürlich sagen muss, dass ich Nilfgaard, Nilfgaard, Redanien vorziehen würde. Weil Radovid ein bisschen wahnsinnig ist, siehe The Witcher 2. Aber dennoch scheint Oxenfurt auf jeden Fall sehr gut gesichert zu sein. Weiß gar nicht. Der blutige Baron hat auf nilfgaardische Anweisung die Herrschaft über das Niemandsland erhalten, nicht auf redanische Anweisung. Da ist die Frage, wie Redanien zum blutigen Baron steht und damit eben auch zur Tochter des blutigen Barons. Das wäre natürlich noch eine Frage. Was ist denn hier los? Geh mir aus den Augen. Das sind keine Hexen. Wiederhole, das sind keine Hexen. Eieiei.
Hier haben wir etwas Honig, das nehmen wir mal mit. Okay. Krieger, erfreut euch am Anblick des Basilisken, des Königs der Schlangen. Ein Tropfen von seinem Gift tötet eine ganze Armee, sogar mit dem Pferd. Etc., etc. Oh. Wenn das ein Basilisk ist, dann ist das mal mit seinem tödlichen Blick. Einen interessanten Basilisken hast du da. Klar ist er interessant. Sowas bekommt man hier nicht zu sehen. Die schlüpfen nur in den Einöden Sirikaniens. Aus Eiern, die von Hähnen gelegt wurden. Was? Hahneneier, sagst du? Und was für Hähne? Recken ihre Hinterteile anderen Hähnen wie brütende Hennen entgegen. Eier von so einem Hahn müssen von 101 giftigen Vipern ausgebrütet werden. Dann pickt sich der junge Basilisk den Weg ins Freie. Das klingt nach einer sehr abenteuerlichen Geschichte. Dieser Basilisk ist interessant, weil er genauso wie ein Wyvern aussieht, wenn er jung ist und nicht gut genährt. Du sprichst wirres Zeug, Herr. Das hier ist der echteste aller Basilisken. Richtig, was weiß ich schon. Ich bin ja nur ein Hexer. Moment mal, wenn das ein Wyvern ist und kein Basilisk, wofür habe ich dann bezahlt? Gib mir mein Geld zurück, Betrüger! Tapfere Soldaten, nicht drängeln, sonst... Vorsicht! Halt hinein! Eieieiei. Das war offensichtlich ein Wyvern und kein Basilisk. Es sieht so aus, als wäre der Käfig genauso falsch gewesen wie der Basilisk. Der Typ ist jetzt weg, oder was? Schieb ab, bevor mir der Geduldsfaden reißt. Deinesgleichen steckt einen an. Wie geil war das denn? Also ich bin mir sehr sicher, dass ich diese Sidequest nicht gemacht habe. Wie bescheuert. Okay, gut, gehen wir zurück. Schön. Ja, ein, basiliskischer Wyvern. Gute Leute, sind wie Nekrophagen. Übel sehen sie aus. Gut. Was guckst du denn so? Ist das Novigrad? Ist das Novigrad da hinten? Tatsächlich, seht euch das mal an. Da ist Novigrad. Die Turmspitzen da hinten. Mega. Es ist schon geil. Es ist halt wirklich was anderes als auf der Xbox damals. Kann man nicht anders sagen. Ich bin selber auch ein bisschen schockiert, dass das vom Spielerlebnis her tatsächlich so ein Unterschied ist. Nicht wegen der Grafikqualität, sondern hauptsächlich wegen dem Gameplay. Tatsächlich. Und wegen der Ladezeit. Es ist wirklich ein ganz anderes Spiel, wenn man sich so dynamisch bewegen kann und sowas. Schon toll. Liebe so Details, dass hier überall Türen sind. Man kommt zwar nicht rein, aber es sind keine Wände und man hat sich Gedanken darüber gemacht, wie man zum Beispiel oben in den Turm reinkommt oder hier in dieses Torhaus. Man hat sich einfach Gedanken gemacht und deshalb dann diese Türen da eingearbeitet. Finde ich super schön designt, die Stadt. Vielleicht. Wohlhabender Städter. Ja. Und das hier scheint der Marktplatz zu sein. Lang lebe der König. Rüstungsschmied. Sei gegrüßt. Nanu, ein Hexer. Irgendwas sagt mir, dass ich etwas Interessantes zu tun bekomme. Sieht nicht so aus, als hättest du zu wenig zu tun. Ach das, ein Auftrag der redanischen Armee. Aber Spaß macht mir der nicht. Es ist immer wieder das Gleiche. Erfordert kein Geschick. Willst du dein Handwerksgeschick perfektionieren? Natürlich. Mit dem Handwerk ist es wie mit der Liebe. Verfällt man in einen Trott, kriegt man es erledigt, aber Begeisterung erntet man nicht. Also, hast du irgendwelche Spezialaufträge für mich, damit ich in Form bleibe? Wir reden noch von Rüstungen, richtig? Klar, wovon denn sonst?
gewinnt du und ich. ja. Du hast Glück. Ich habe wirklich einen Spezialauftrag für dich. Wunderbar. Glaub mir, du wirst zufrieden sein. Geralt, nicht so schnell. Wir gucken erstmal. Mit 30. Das dauert natürlich noch ein bisschen, zumal uns auch noch die Grundlagen fehlen. Oberkörper. Boah. 24. Wir sind Stufe 8. Oh Gott. Dann muss ich ein bisschen weiter runtergehen, ha? Verdänischer Schützengambason. Überlegende Bärenrüstung. Ich merke schon, das wird nix, Leute. Das wird nix. Bis dann. Aber wir können uns hier gerne mal umsehen. Das ist ein sehr schöner Laden. Wir haben hier mega die geilen Schwerter. Es ist alles so schön gemacht, oder? Ich liebe ja diese Details. Die Schwerter aussehen und die Armbrüste. Nach oben kommen wir leider nicht. Und die Fenster. Auch mega, oder? Hier haben wir Bögen. Noch mehr Schwerter. Schilde, Helme. Lanzen. Und ein schönes Bild von Novigrad. Das ist der Markt von Novigrad. Den werden wir auch noch so 1:1 sehen. Du wirst ersticken an 3 Pfund Stahl. Sieh an, ein Hexe. Was ist das hier? Ein Wohnhaus, aber ein großes Wohnhaus. Hallo? Wenn jemand da ist, nehme ich mir alles mit. Das ist abgeschlossen, okay. Aber wir können natürlich in so ein paar Häuser reingehen und die ganzen Sachen mitnehmen. Vor allen Dingen die Lebensmittel lohnen sich natürlich. Gestern wurde wieder eine Leiche gefunden. Ausgesaugt. Bredanien! Ich sag dir, ich hab einen Aal gefangen. Der war so groß. 5 Fuß lang, dick wie mein Arm. Was ein Trunk. Fette Aale sind in Kriegszeiten nichts Besonderes. Oh, so denn? Alles zu mir! Zu fressen. Mir! Davon ist der Pontar jetzt voll. Das ist der Lauf der Dinge. Fische fressen Menschen. Menschen fressen Fische. Das ist eklig. Also weiter. Das ist eklig. So, hier ist ein Anschlagebrett. Achtung, es wurde ein Troll östlich von Ochsenfurt gesichtet und gehört am linken Ufer des Pontars. Besagter Troll soll redanische Marschlieder singen. Vermutlich handelt es sich hierbei um ein nilfgaardisches Ablenkungsmanöver. Es wird empfohlen, dieses Gebiet zu meiden, bis sich die entsprechende Abteilung der Streitkräfte seiner Majestät des Problems angenommen hat. Sollte es jedoch zu einem Zusammentreffen mit dem Troll kommen, wird empfohlen, sich regungslos zu verhalten, möglichst dicht über den Boden zu kauern und den Kopf mit den Armen zu schützen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Bestie dann nicht angreift, da sie das Opfer möglicherweise mit einem Stein verwechselt. Bertolomio, Hauptmann der Garnison. Auftrag Monster in Ochsenfurt. Auf Befehl unseres höchst edelmütigen Herrschers König Radovid V. ist jeder fahrende Monsterschlechter, der diese Nachricht liest, gehalten und verpflichtet, alle anstehenden Aufträge auszusetzen und sich unverzüglich der Jagd auf das hier erwähnte Monster zu widmen. Die fragliche Bestie hat die Wiege des menschlichen Intellekts besudelt, die Stadt, auf deren Territorium sich die älteste aller Akademien befindet, Ochsenfurt. Ist ja nicht so, als hätte er Ochsenfurts Akademie komplett aufgelöst. Wer seinem schändlichen Treiben ein Ende macht, wird mit einer vollen Großzügigkeit des Königs belohnt. Kommandant des Stadtregiments Ochsenfurt. Bestie im Wald von Ochsenfurt. Wer Arbeit sucht und keine Furcht kennt, der lese diese Nachricht, denn sie wird für ihn von Interesse sein. Hans von Zidaris, Glücksritter und Veteran zahlreicher Kriege, gibt hiermit Folgendes bekannt. Aus Sorge um die ansässige Bauernschaft, die schrecklich unter dem Angriff eines Monsters leiden, welches offenbar im Wald bei Ochsenfurt haust, habe ich beschlossen, demjenigen eine Börse voller Novigrader Kronen zu geben, der die Bestie erschlägt. Wer aber ohne Trophäe zu mir kommt, der soll kein Gold erhalten, sondern einen Tritt, der ihn sein Lebtag nicht mehr schmerzfrei sitzen lassen wird. Hans von Sidarius, weltberühmter Glücksritter, Veteran zahlreicher Kriege, Ehrenmitglied des Ordens der Lidie. Monster im Wald. Folgendes sei zu wissen und kundgetan. In den Wäldern von Novigrad treibt der Monster sein Unwesen, das unsere Kriegsanstrengungen erheblich schadet. Wer es findet und tötet, tut nicht nur seine patriotische Pflicht und bringt uns dem unvermeidlichen Sieg der geeinten Streitkräfte des Nordens unter unserem tapferen König Radovid einen Schritt näher, sondern soll auch eine
ansehnliche Belohnung erhalten, die den Mühen angemessen ist. Gemeinsam für den Krieg! Hauptmann Felix Grub. Anmerkung, die Belohnung wurde noch nicht eingefordert. Anmerkung, Achtung, wenn das Monster nicht bei Ende des laufenden Monats tot ist, werden die Steuern für die gesamte Region um ein Fünftel erhöht. Schindler treiben sein Unwesen. Achtung, Landsleute, fallt nicht auf die Phrasen und falschen Prophezeiungen eines sogenannten Wahrsagers in Benkelheim herein. Dieser Mann nennt sich selbst Wissender, ist aber im Weissagen der Zukunft genauso gut wie ein zahnloses Dorfweib. Denn er ist nicht nur darauf aus, den Leichtgläubigen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Lasst euch von ihm nicht über den Tisch ziehen, das wird ihn nur ermutigen. Philippe Canelia, Student im 5. Jahr in der Fakultät für Medizin und Kräuterkunde der Akademie von Ochsenfurt. Gewinnt, spielt gegen mich, Stepjan. Hast du schon alle Gewinnspieler besiegt? Glaubst du, dass du bereit bist für den Besten der Besten? Dann tritt gegen Stepjan an. Der ist so gut, dass es scheint, als würden die Karten sich von selbst spielen. Weitere Informationen in der Alchemie-Taverne in Ochsenfurt. Stepjan wird. Eieiei, okay. Die besten Waren diesseits des Pontar. Die Wahrheit steht in den Sternen. Neue Quest. Was kann ich für dich tun, mein Herr? Hier ist alles vom Apfel bis zum Zander. Papier bitte und ein Tintenfest. Oh, Papier ist auch von der Armee requiriert, um die Kriegsanstrengung zu begrenzen. Papier? Kriegsanstrengung? Ja, weißt du, die ganzen Bekannten. Das hier wäre ich mit der Trommel. Schön die Marktstände aussehen mit diesen Zeichnungen. Okay, gut. Ich würde aber auch sagen, wir machen jetzt eine Pause. Denn hier ist... Kann man hier rein? Leider nein. Was ist denn das? Auch aus wie so ein Rathaus, oder? Mit dem hohen Turm. Sieht alles so schön aus, ne? Ich liebe es einfach. So richtig mittelalterlich. Gut, ja, wir machen mal eine Pause, denn beim nächsten Mal werden wir hier rumgehen. Nee, das können wir jetzt noch gerne machen. Hier haben wir das Schiff von König Radovid. Auf das wir nicht drauf dürfen, oder? Hier müsste irgendwo ein Weg drauf führen. Wir kommen gar nicht drauf, das ist auch gut. Wir kommen gar nicht auf das Schiff. Aber auch geil, wie hier diese riesigen Ruder liegen, oder? Das heißt, es wird richtig mit Ruderkraft fortbewegt, obwohl es schon diese riesigen Segel hat. Wie gesagt, das Schiff wird später auch noch wichtig, aber wir werden beim nächsten Mal dann hier reingehen. Ja, genau hier. Denn da drin befindet sich Tamara, die Tochter des blutigen Barons. Dann werden wir die mal fragen, ob sie etwas weiß über ihre Mutter, Anna, die ja vom Fischer nicht nach Ochsenfurt gebracht wurde, sondern dann dort irgendwo im Wald verschwunden ist. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das war Ochsenfurt, kurzer Einblick. Es fehlt natürlich noch einiges. Wir werden wahrscheinlich dann mit Tamara reden und danach dann mal gucken, dass wir vielleicht hier ein paar Aufgaben machen. Ich denke mal, dass hier ein paar Aufgaben sind im Wald und dass wir uns dann hier ein bisschen in der Nähe von Ochsenfurt umsehen. Sehr schöne Stadt. Und wir müssen uns hier die Taverne noch ansehen. Was steht denn hier zum Westtor zum Beispiel? Vor Kriegsausbruch reisten hier täglich mehrere hundert Leute hindurch. Jetzt wurde das tägliche Kommen und Gehen durch die redanische Blockade auf ein Minimum beschränkt. Während der Prüfungsphasen an der Akademie von Ochsenfurt bleibt dieses Tor geschlossen, um die Studenten vor den Verlockungen Novigrads zu schützen. Wer das dann hier nach Novigrad führt. Ah, deshalb heißt das auch Novigrader Tor. Was steht hier? Vor über 20 Jahren entdeckte hier ein gewisser Bartolomeo, wegen bestimmter Merkmale seiner Frisur als Dachs benannt, reiche Vorkommen eines hochwertigen Gesteins. Er kaufte das Land für einen Apfel und ein Ei und verpachtete es dann wieder an die örtlichen Bauern, bevor er nach Kovir ging, wo er bis heute als reicher, mächtiger Bürger lebt. So geht's. Billig kaufen und dann die Materialien teuer verkaufen. Gut. So. Zurück. Beim nächsten Mal Tamara und dann einige Aufgaben hier in Ochsenfurt. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.